Hallo, mein Name ist Inga Wingerova. Ich bin Gründerin des Unternehmens Endlich wieder frei. Ich helfe Menschen, die in bestimmten Situationen gefangen sind, Menschen, die Depressionen haben, Menschen, die viel Trauer in sich tragen, Menschen, die sich selbst emotional nicht regulieren können, Menschen mit Suchtproblemen, Menschen, die einfach nicht glücklich, unfrei, irgendwie sich total eingesperrt fühlen in ihrem Leben und da raus wollen. Und in diesem Video erkläre ich dir noch ein bisschen, wie zum Beispiel das Problem Sucht funktioniert. Was ist da Besonderes daran? Was ist das für ein Mechanismus? Denn sehr viele Menschen, die Suchtprobleme haben, zum Beispiel eine Alkoholsucht, verstehen gar nicht, was mit denen eigentlich passiert, warum. Und diese Sucht hat bestimmte vier wichtige Sonderheiten oder vier wichtige Punkte, die auf diese Sucht hindeuten. Zum Beispiel nehmen wir eine Alkoholsucht. Der erste Punkt ist ein ganz Komische, dieser Mensch spürt die Lust, dieses Gift, ja, zu konsumieren, die Lust oder sogar ein starkes Verlangen. Und wir sehen hier, dass das eigentlich gar nicht sein kann. Ein gesunder, ausgeglichener, psychisch gesunder Mensch kann dieses Gift nicht wollen und nicht brauchen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt. Sobald dieser Mensch ein Glas zum Beispiel getrunken hat, kann dieser Mensch seinen weiteren Konsum nicht mehr kontrollieren. Er wird weiter trinken. Er wird meistens so viel trinken, bis er nicht mehr kann. Und hier sehen wir eine zweite Anomalie, so gesagt, die sagt, der Mensch ist diesem Gift, diesem giftigen Getränk, diese giftigen Substanz komplett ausgeliefert, was auch nicht sein kann eigentlich. Okay, dritter Punkt. Das ist wirklich ein sehr komischer Punkt. Menschen, die dann natürlich zu viel von einem Gift konsumieren, von einem Suchtmittel, haben danach Entzugssymptome. Die fühlen sich schlecht, die seelisch und körperlich, die haben Schmerzen seelischer und körperlicher Natur, Depressionen, Selbsthass, also alles Mögliche, werde ich hier gar nicht auflisten. Es geht einem Menschen sau schlecht. Und das Phänomen ist, dass dieser Mensch das komplett vergisst. Dieser Mensch erinnert sich nur an gute Eigenschaften von der Droge, an sein kurzes Glücksgefühl, an diesen Kick, an diesen sogenannten Kick und vergisst komplett, wie schlecht das ihm gegangen ist danach, nach dem Konsum. Und das, wo wir auch sagen, das kann nicht sein. Da ist etwas, was nicht normal ist. Also etwas, was nicht funktioniert. Und der vierte Punkt, und bei diesem Punkt wissen auch sehr wenige Menschen, die ein Suchtproblem haben, ist, dass die ganzen Probleme fangen dann an, wenn der Mensch aufhört, ein bestimmtes Suchtmittel zu konsumieren. Warum? Weil ein Suchtmittel hat eine Funktion. Jedes Suchtmittel, sei es Alkohol oder ein anderes Suchtmittel, hat eine Funktion, dient zu etwas, dient zum Beispiel eine seelische Anspannung abzubauen. Sobald dieses Mittel nicht mehr da ist, baut die Psyche von diesem Menschen eine unglaubliche Anspannung auf, mit solchen Gefühlen wie Wut, Machtlosigkeit, man wird gereizt, man nimmt alles persönlich, ja, man reagiert auf normale Ereignisse im Leben ganz anders, zu intensiv, entweder wird man plötzlich ganz traurig, melancholisch oder man wird aggressiv. Und das kommt, wenn man aufhört, dieses Suchtmittel zu konsumieren. Denn die Funktion von
vom Suchtmittel fällt weg und der Mensch bleibt mit seinem psychischen, seelischen Problem alleine da. Und wir sehen, hier sind vier Punkte, die wir logisch gar nicht erklären können. Und das erklärt oder das beschreibt auch die Psyche eines süchtigen, eines bedürftigen Menschen. Diese vier Punkte treten da auf. So, die Frage ist, ist das nur Alkohol? Natürlich nicht. Und es geht gar nicht um den Alkohol, sondern darum, dass dieser Mensch ein Mittel braucht, um funktionieren zu können. Also, es fehlen bestimmte Funktionen in der Seele, in der Psyche, um das alltägliche Leben zu bewältigen. Außerdem betrifft das nicht nur den Alkohol, sondern auch Zucker, Workaholismus, also wenn ein Mensch zu viel arbeitet, dann Sexsucht, Kaufsucht und es gibt noch eine ganze Reihe von Süchten, die diese Funktion übernehmen. Jetzt schauen wir uns das genauer an. Ist dieser Mensch schuld? Nein, natürlich nicht. Diese Menschen fehlen basische, also die wichtigsten Funktionen der Psyche. Wo erlernt man diese wichtigsten Funktionen der Psyche? In der Ursprungsfamilie. Das ist, wenn ein Kind zum Beispiel ein Problem hat und Kinder haben sehr viele Emotionen, sie erleben diese Welt neu und frisch und sie kennen diese Welt noch nicht und viele Ereignisse im Leben von einem kleinen Kind hervorrufen sehr viele Emotionen und in diesem Moment rennt das Kind zu seinem Papa oder zu seiner Mama und braucht Hilfe, um mit seinen Emotionen, Gefühlen zurechtzukommen, um zu lernen, mit seiner eigenen Psyche auszukommen, seine eigene Psyche zu verstehen. Und wenn der Erwachsene nicht da ist, dann bleibt das Kind alleine mit dieser ganzen emotionalen Bombe. Das Kind muss alleine fertig werden mit dem Ganzen. Und das ist für eine unreife Psyche nicht möglich. Das Gehirn eines Kindes ist sehr plastisch. Das heißt, wenn das Kind gezwungen wird, alleine mit seinen Emotionen umzugehen, dann bilden sich da Strukturen, die im Erwachsenenleben nicht mehr funktional sind. Und das ist das Problem bei diesen Menschen, die ein Suchtmittel brauchen. Diese Menschen konnten nicht lernen. Wir sagen nicht haben nicht gelernt, sondern sie konnten nicht lernen. Die Möglichkeit war einfach nicht da. Die konnten nicht lernen, sich selbst zu regulieren psychisch. Sie konnten nicht lernen, wie sie mit dem Stress umgehen, wie sie mit ihrer Trauer umgehen, wie sie sogar mit ihren Glücksgefühlen umgehen. Die werden euphorisch. Sie haben nicht gelernt, wie sie sich abgrenzen. Sie haben vielleicht nur gelernt, immer für alle da zu sein, immer nett zu sein, immer zu allen lieb zu sein, um zu überleben. Und wichtig wäre damals zu lernen, Grenzen zu setzen, sich selbst zu regulieren, einen gesunden Egoismus zu entwickeln, mit Aggressionen umzugehen, mit der Trauer umzugehen, so dass es einem nicht schadet, soziale Beziehungen zu lernen. Und meistens haben diese Kinder in dieser Zeit, in der ein anderes Kind diese wichtigsten Funktionen der Psyche erlernen konnte, haben diese Kinder sich damit beschäftigt, irgendwelche neurotische Mutter zu beruhigen, einen besoffenen Vater irgendwie aus seiner Kneipe abzuholen, sonst irgendjemanden zu beruhigend aufzubauen oder vielleicht
eine Schwester, einen Bruder oder irgendwas oder vielleicht sogar putzen, arbeiten, keine Ahnung, aber dieses Kind hat ganz andere Funktionen in dieser Zeit gelernt, zum Beispiel sich anzupassen, alles auf sich aufzunehmen, gut zu funktionieren, viel zu tun, immer für andere da sein oder sich zu verschließen, je nachdem, was das Kind eigentlich als Funktion für sich gewählt hat, um zu überleben. Es ging damals ums Überleben. Statt diese wichtigsten Funktionen zu lernen, die dann im Erwachsenenleben diesem Kind diesen Werkzeugkoffer in die Hand geben würden, hat dieses Kind sich mit den Problemen erwachsener Menschen beschäftigt. Und das funktioniert nicht. Das heißt, dieser Mensch kommt in ein erwachsenes Leben und hat diese Werkzeuge nicht dabei. Der hat keine Chance. Der ist ausgeliefert. Im Erwachsenenleben kann alles passieren, kann alles geschehen. Und die Psyche von diesem Menschen ist nicht bereit, ist nicht vorbereitet, besser gesagt, für dieses erwachsene Leben. Es fehlt an der Flexibilität. Es fehlt an einer Anpassungsfähigkeit. Es fehlt an der Selbstregulation, wie schon gesagt. Und das alles muss dieser Mensch erst erleben. Und bis dieser Mensch das alles erlernt hat, erleben, habe ich gesagt, erlernen, bis dieser Mensch das erlernt hat, wird dieser Mensch auf andere Menschen angewiesen sein. Das heißt, dieser Mensch wird viel Zuneigung brauchen, dieser Mensch wird viel Unterstützung brauchen, wird vielleicht bei Beratungsplattformen anrufen, bei spirituellen Plattformen, bei Kartenleger. Viele Menschen entwickeln dort so eine richtige Sucht und rufen da fast ständig an, bis sie finanziell ruiniert sind. Dieser Mensch wird von den Meinungen anderer Menschen abhängig sein. Dieser Mensch wird bedürftig sein, das heißt, wenn nicht der Alkohol, dann Süßigkeiten essen, zu viel essen. Dieser Mensch wird immer versuchen, von außen etwas zu bekommen, was ihm angeblich fehlt. Was diesem Menschen fehlt, sind die wichtigsten Funktionen der Psyche, der Umgang mit sich selbst, ein gesunder Umgang mit sich selbst, Abgrenzung, Selbstregulation und so weiter, habe ich schon alle eigentlich benannt. Und das ist nie zu spät, diese Funktionen der Psyche zu erlernen. Für diese Arbeit, für diesen Weg stehe ich dir natürlich zur Verfügung und unterstütze dich sehr, sehr gerne. Unten ist ein Link, du kannst dich für ein kostenloses Gespräch mit mir anmelden. Ich freue mich auf dich. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Gib nicht auf. Bleib nicht in deiner Sucht. Du bist genauso ein wunderbarer, toller Mensch wie andere Menschen. Und genau, du schaffst das, ich weiß es. Bis zum nächsten Video von mir, deine Inga. You